as long as I can remember. I don't know if I like it, or if I'm just used to it. But I do know this. Being lonely does things to you. Feeling shit, bitter and angry all the time just eats away at you. Hallo liebe Freunde und ein herzliches Willkommen zu Let's Play Cry of Fear. Ja, wir werden weinen vor Furcht, wir werden schreien und wir werden unsere Köpfe in die Kissen stecken, damit wir bloß nicht zuschauen. Also ihr vielleicht, ich natürlich nicht. Ich bin ja der Sarazar und ich muss das Game hier spielen. Naja, und der gute Gronkh, mein Kumpel, der hat's auf jeden Fall schon gezockt. Der hat's auch ein Let's Play, hat er daraus gemacht, der gute Mann. Und hat gemeint, Sarazar, dieses Game ist so krass. Ich hatte Gänsehaut am ganzen Körper und an Stellen, wo ich nicht wusste, dass ich da Gänsehaut kriegen kann. So heftig ist das. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das jetzt auf jeden Fall so ausfallen wird, unser Spektakel hier in Cry of Fear. Ich werde das Game auf jeden Fall gemeinsam mit euch durchzocken, weil mich auch viele gefragt haben, Sarazar, spiel dieses Game unbedingt. Und es gibt auch diverse Modifikationen für den Mod, der eigentlich ein Half-Life-Mod war. Dementsprechend ein super interessantes Game. Unter anderem gibt es auch einen kooperativen Spielmodus. Den werden wir jetzt aber noch nicht spielen, liebe Freunde. Wir werden uns erstmal an den Singleplayer wagen. So, und ich bin jetzt einfach mal still, weil ich quatsche ja sowieso schon immer viel zu oft in Intro-Szenen rein. Und da genießen wir doch jetzt mal eine Runde von dieser ruhigen Klaviermusik. Wer direkt die Action sehen will, der kann das ja skippen. Ne? Bis gleich bei Cry of Fear. Spiel spielt übrigens in Stockholm. Mal so eine kleine Info am Rande. Help me, somebody. Oh, shit. What happened? Oh mein Gott. Oh Backe, was wurde da nur mit uns gemacht? Da hat jemand Doktorspiele mit uns gespielt. Und wir haben jetzt kein Maschinengewehr, sondern nur eine Kamera. Hier ein Half-Life-Poster. Oh Mann, es ist 5 vor 1 circa, wenn ich das richtig lese. Und wo sind wir hier nur gelandet? Überfahren worden, sind wir vom Auto angefahren. Und jetzt liegen wir hier in diesem komischen Ding, in diesem Zimmer. Hier ein Bett mit Matratze. Eine Lampe, zum Glück ist sie da. Und eine Kamera. Hier gehen wir nur ins dunkle Schwarz. Was ist da? Okay, wir können die Kamera abfeuern und dann kriegen wir Licht kurz. Scheinbar müssen wir die auf die X schießen. Da geht's weiter. Was haben wir hier noch? I hate you. Okay, sonst ist hier nichts. Weiter.
Boah, überall ist es dunkel. Unschön. Das ist schon mal eine sehr paranoide Situation. Da lag jemand. Und er war mit Sicherheit nicht nur ein Nickerchen am Machen. Wo geht's weiter? Ich sehe nichts, alles dunkel. Ah, da unten. Okay. Sprung. Ins Ungewisse. Eine weitere Tür. Wir sind hier irgendwie im Haus. Können uns nur kurz orientieren, wenn dieser Blitz dieser Kamera aufleuchtet. Da war ein Erhangener. Ich glaube, wir sind hier nicht alleine und wir wurden hier eingesperrt. Wahrscheinlich ist das irgendeine Irrenanstalt. Das Center of Psycho-Shit. Wow. Okay, da können wir bestimmt irgendwie durch, das Fenster, oder? Das ist nur Spiegel. Nee, da kommen wir durch. Der gute alte Ducksprung. So, nächste Tür. Ach du Scheiße. Wow! Alter! Ist das nur eine Psychokacke, die uns gerade hier durchleuchtet? Ist das echt oder ist das unecht? Wer war dieser Doktor? Dieser kleine Schabernack-Prinz? Und wer war das? Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Da vorne ist das nächste X. Okay, weiter, weiter, weiter. Komm schon, komm schon, komm schon. Wir kriegen das hin. Wow! Alter! I got a heart attack. Alter Finne. Oh mein Gott. Habe ich mich erschreckt, ey. Hey, hey, hey. Where am I? How did I get here? Er hat kein Guthaben und er macht sich besser auf den Weg, denn es wird gleich dunkel. Und es war scheinbar nur ein Traum, den wir gerade irgendwie durchlebt haben. Chapter 1. Lost in a City. Verloren in einer Stadt und bewaffnet mit einem Messer. Okay. Dann wollen wir uns hier mal umschauen. Was haben wir denn hier? Mülltonnen sind immer gut. Da könnte man tolle Sachen drin finden. Wir sind verloren übrigens in Schweden. Ah, wir können das Messer auch so nehmen und so. In Stockholm. Stockholm. Okay, was ist denn hier das? Graffitis, wieder Schmierereien. Ein paar Tags an der Wand. Wie es sich für eine Großstadt gehört. So. Hier ist Tab, hier mein Handy, Mobile Phone. Simons Mobiltelefon, Phone Screen can be accessed by selecting the use option. Okay, das können wir also benutzen. Hier haben wir noch so ein tolles Notizheft. Ist immer gut, so ein Notizheft dabei zu haben. Und Quick Select haben wir da auch. Drop Dual Wield Combine Equip. Okay, das werden wir bestimmt noch lernen. So, und jetzt sind wir hier irgendwie mitten in dieser Stadt. Eine Krähe. Und spazieren hier durch dieses Areal. Und ich muss ja sagen, die Grafik... Was zur Hölle, habe ich was verpasst? Die Grafik ist gar nicht mal so ohne. Ist gar nicht mal so übel. Aber jetzt natürlich auch kein Mega-Hit, ist halt wie gesagt ein Half-Life-Mod gewesen. Und darum geht's hier aber auch gar nicht. Um Grafik oder so, hier geht's vor allem darum, dass wir uns erschrecken und Spaß haben. Find a code to the padlock. Was ist denn Padlock? Warum? Oh. Okay, da hängt ein Schlösslein vor. Und das können wir dann drehen und wir können auch canceln. Okay, da müssen wir irgendwie einen Code finden für diese Türe. Damit wir da durchmarschieren können. Sieht ein bisschen mäßig nach so einem U-Bahn-Schacht aus, ne? Hier, ganze Laden. Drücke B, um deine momentanen Ziele anzuschauen. Ja, find a code. Können wir hier irgendwie reingucken? Ne, können wir nicht. Hier können wir auch nicht. Doch, da können wir durch. Die Türe lässt sich öffnen. Aber wohin? Och. So. Ist auf jeden Fall keine Dönerbude am Bahnhof oder so gewesen, wo wir jetzt sind, sondern eher
Oh. Diese Tür geht nicht auf. Diese Tür geht auch nicht auf. Irgendwie so ein stillgelegter Zweig, oder? Irre ich mich da? Wow! Da war irgendwas. Verdammte Scheiße. Fahr zur Hölle. Wir sind hier nicht alleine in dieser Stadt. Okay, eine weitere Tür. Oh, Tür nach Tür. Wir müssen irgendwie einen Code für das Padlock finden. Dein Handy kann als Lichtwelle in dunklen Gebieten verwendet werden. Drücke Maus 1, um das Licht zu aktivieren. Hier, so kann ich schlagen. Okay. Equip. Aha, kleine Lampe am Handy benutzt. Okay. Da können wir aber keine Waffe in der Sekunde irgendwie festhalten. Das ist ja schon mal ziemlich unschön. Oh, was ist das denn Tolles? Ein Löwe! Und ein Fahrrad. Schnell das Fahrrad klauen und abhauen hier. Wer braucht schon so eine Welt? Ich nehme das Fahrrad, weil es mir gefällt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hallo? 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 Ist hier jemand? In dieser düsteren Gasse? Ach du Scheiße, Alter. Sand. Und ein Hund. Ein Wolf, ein Löwe. Wolf, Löwe, Tiger. Ach so, alles eins. Panther. Hier sind noch die Gasse und da sind wir hergekommen. Cool, einmal im Kreis geraufen. Sarazar, du Held. Ah, ich bin schon ein Held. Alleine, weil ich das Spiel spiele. Nicht über mich amüsieren könnt. So. Ich will diese... Ne, können wir nicht öffnen. Kann ich noch lange draufschlagen. Hier ein Gitter. In Stockholm. Oh. Cola. Eine Weinflasche. Und noch mehr Coca-Cola. Das ist ja richtige Coca-Cola. Product Placement. Es gibt natürlich auch noch andere Marken. Wie zum Beispiel Pepsi oder River Cola. River Cola, sagt der Gronkh immer. Ich trinke ja nie River Cola. Okay. Hier geht's weiter. Der Spaziergang durch den... Glockenturm. Hier ist Parken übrigens verboten und trotzdem stellt er sich da hin. Der Audi. Sieht doch aus wie so ein alter Audi 80. Ich war lieber Fahrrad in dem Moment. Hier ist irgendwie so ein Monument. Was haben wir denn da? Wir sind hier ganz alleine. Der Weg ist mit Autos versperrt. Und das kann ich nicht lesen. Aber hier, er oder sie scheint schon was älter zu sein. Scheinen, scheint. Hier, Halloween. Okay, hallo. Da ist so eine Tür aufgegangen, oder? Ich habe doch gerade mit dir gesprochen. Wer ist denn da noch hier? Bist du nicht alleine? Ich würde gerne hier... Aha, da komme ich rein. Und das ist nicht unbedingt ein gutes Zeichen. Was haben wir hier schon schönes Bild? Wahrscheinlich... Oh, das scheint ein Osmane zu sein oder so, oder? Irre ich mich da? Hm, ich kenne mich da nicht so aus, ehrlich gesagt. Das Osmanische Reich war ja der Vorgänger der Türkei und die war mal riesig, die war mal richtig groß. So, und das ist nicht Jesus, der da liegt, sondern irgendwer anders, der sich's gemütlich gemacht hat. Und hier irgendwelche Untersuchungen. Das sind so ein paar Bilder, so 15. Jahrhundert, 16. Jahrhundert, ne? Hier die Engel, die wahrscheinlich die Menschen nach der Pest vortragen. Und hier ein Computer... Und hier noch irgendwie ein paar Magazine und Postkarten. Hm. Können wir den benutzen? Enter Username. Enter Password. Gronkh. Ich hacke dich, du Penner. Ja, ich habe ihn gehackt, den Gronkh. Hm, hat nicht geklappt. Wäre auch zu schön gewesen. Hätten wir den Gronkh mal einfach gehackt. Und dann hätte ich so lustige Sachen mit seinem Account gemacht. Nee, mache ich natürlich nicht. In Wirklichkeit kann ich sogar auf Gronkhs Account zugreifen. Und alles da löschen. Wenn der also mal mir krumm kommt, kann ich da alles löschen. Boah, wäre das gemein, ne? Alle Videos auf dem Gronkh Account löschen. Ich glaube, der wird mich töten. Ah, guck mal hier einer an. Excelsior? Excelsior kenne ich nur das Hotel. Excelsior. Aber vielleicht ist das ja ein Passwort. Excelsior. Hier geht's übrigens weiter und da liegt noch eine Notiz. Unforgettable?
unvergesslich. Dankeschön. Ja. Ja. Komm, da setzt der Sarazan mal lieber auf. Aber immer wenn ich Angst kriege, mache ich schlechte Witze. Deswegen, also die Leute, die das noch nicht kennen, die müssen sich leider jetzt dran gewöhnen, wenn die mit mir dieses Spiel spielen wollen. Cry of Fear. Okay, wir können noch rennen, aber dann geht die Stamina runter, also die Ausdauer. So, wir gehen Unforgettable und Excelsior. Probiere ich mal aus. Ich weiß natürlich jetzt nicht, was Passwort und Dings ist. Yeah, ich bin drin in der Kiste. War da hinter uns irgendwas? Also, Unforgettable ist natürlich das Passwort, unvergessliches Passwort. Und Excelsior, der Benutzername Jill. 1964, David. Okay, hey, das ist noch Windows 95 oder so. Altes Ding. Where are you? Come home soon as possible. It's getting dark. Schreibt die Mutti. Mutti, wir können gerade nicht. Wir haben anderes zu tun. Okay, wir gehen mal hier raus aus der Kiste wieder. Oh mein Gott. Mami, ich komme hier nicht weg. Ja. Da draußen war was. Da draußen war jemand. Oh oh. Ich nehme einen heißen Kaffee, nehme ich schnell mit oder so. Gibt's sowas hier? Dann können wir den draufschütten. Eine Cola! Product Placement for life, ey. Alter. Obwohl ich so ein Product Placement eigentlich immer cool finde. Weil das hier realistisch ist. In echt würde ja auch eine Cola stehen wahrscheinlich. Okay. Ey, das ist wirklich ein Audi 80. Nee, ein Audi 10? Audi 10? Audi 100 wahrscheinlich dann. Mit einer 2-Liter-Maschine. Was für ein Gerät. Aber das... Wird's gerade hell, oder was? Sind diese Wolken über dieser Stadt so eindrucksvoll, schimmernd, düster, dunkel, unangenehm. Zum Glück haben wir dieses Licht. Dieses Licht des Mobiltelefons. So, und dann müssen wir jetzt einfach mal darüber. Wieder zum schönen Türchen, zum Schlösschen, zum Schlösschen, wie man so schön sagt. Und dann geben wir da den Code ein. So, und da sind wir auch schon. 1964 ist der Code. 6 und eine 4 bitte. Gimme 4. Und da wird die Tür geöffnet. Oh Mann, und in der nächsten Folge wollen wir mal schauen, wie es weitergeht bei Let's Play Cry of Fear. Und es soll noch viel, viel gruseliger werden. Das war die erste gruselige Folge von Let's Play Cry of Fear. Ja, und die anderen Folgen sollen noch schlimmer werden. Aber damit du keine Episode verpasst, habe ich da unten hier schön die Playlist verlinkt. Falls du zufälligerweise die nächsten Episoden sehen willst, kannst du sie dir da alle anschauen. Ja, außerdem hinterlass doch gerne einen Kommentar, wie du das Game findest. Gerne auch einen Daumen hoch oder runter. Und wenn du willst, kannst du mich natürlich auch abonnieren. Bis dahin, ciao!